Moin Leute, moin Richie, ich melde mich mit meinem letzten Video, mit meinem finalen Video nach meiner Haartransplantation in Istanbul. Es ist jetzt genau, fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass ich in Istanbul zu meiner Haartransplantation war. Und ja, ich muss zugeben, das Jahr ist super, super schnell vergangen. Ich bin mit dem Ergebnis unfassbar zufrieden. Ich denke, man kann es auch ganz gut sehen, dass sich da tatsächlich einiges getan hat. Also ich bin absolut zufrieden. Ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen soll. Zu meinem letzten Video hat sich tatsächlich nicht wirklich was getan. Ich habe seit 6 Monaten, wie ich im letzten Video schon erzählt habe, im Prinzip eigentlich gar nichts mehr genommen von den Pflegeprodukten oder sonstiges. Heißt, ich habe einfach nur ganz normal meine Routinen von vor der OP wieder eingenommen. Und ja, habe die Haare einfach wachsen lassen. Und wie gesagt, ich denke, das Ergebnis lässt sich sehen. Ich kann ja zum Abschluss gerne nochmal einen Ticken näher an die Kamera gehen. Ich hoffe, man sieht alles ganz gut. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Wie in den letzten Videos beantworte ich soweit alle Fragen. Und ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal. Macht's gut. Ciao.